Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play No Man's Sky. Ich grüße euch. Wir landen hier drüben und gegenüber des Wassers. So ganz ausgetrocknet ist diese Welt scheinbar doch nicht. Immerhin scheint sie ziemlich lebendig zu sein. Es gibt hier auch Wasser, aber ist natürlich wahrscheinlich ekelhaft. Und hier sehen wir gleich mal ein Tierchen. Wir wissen jetzt natürlich nicht, was dieses Tier an Geld gebracht hat. Aber geht es denn immer ums Geld? So, wir sollen ja auch Tiere ein bisschen zerlegen. Ein Feuersturm entdeckt. Wow, was seid ihr? Wow, das ist ja krass. So eine Art Reh oder sowas? Nee. Sah jetzt nur so aus. Im ersten Moment ist er eher wie ein Hund. Ich düse mal ganz kurz ins Wasser. Mal gucken, wie warm das oder kalt das ist. Das ist okay. Da ist auch irgendwas. Hier sind Fische oder sowas drin. Zytrophosphat. Ich nehme das mal mit, warum nicht? Die auch als Gegner? Okay, also das abzubauen ist so eine Sache. Ach, Fischleins. Und da hinten ist so eine Art Riesenqualle. Ey, der Planet ist ja voll bewohnt. Das ist meistens so, ne? Wenn du eigentlich denkst, ja, das ist bestimmt so ein voll die trockene Murmel. Dann ist es eigentlich total bewohnt. Der Sturm wütet hier noch. Mich interessiert hauptsächlich die Flora hier. In 36 Sekunden ist mein Energiespeicher leer. Das ist natürlich weniger geil. Aber kommt Zeit, kommt Rat, meine Freunde. Das war schon immer so. Und alles, was wir hier hochladen können, bringt uns natürlich auch unserer nächsten Ausrüstung, all dem, was uns bewegt, bringt das uns weiter. Ah, Sturm löst sich auf, das ist schon mal gut. Und ich will ja hier auch eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, gar nicht so ewig bleiben. Ich will hier nämlich eigentlich ziemlich schnell wieder weg. Weil das ja nur ein Zwischenhalt auf unserer Reise war. Und dafür haben wir jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, unfassbar viele Tiere schon wieder entdeckt. Also die Tiere hier auf dem Planeten sind wirklich toll.
So, haben wir hier noch irgendwas zu entdecken, was wir noch nicht gesehen haben? Nix, ne? Ist alles up to date bei uns. Ne, passt. Okay, pass auf, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir haben jetzt kaum noch Schubdüse. Ich gehe schon mal planungstechnisch Richtung unseres Schiffes hoch. So, dann machen wir jetzt mal ganz kurz das hier. Können wir hier eine Treibstoffzelle machen? Was brauche ich? Metallplatten und die Wasserstoff. Kann ich das hier machen? Ja, Metallplatten gehen. Ne, da wollte ich eigentlich nicht hin. Ich wollte eigentlich dahin. Fünftmal. Und dann die Wasserstoff habe ich eins. Und das heißt, ich kann jetzt herstellen quasi nichts. Ich brauche 40 die Wasserstoff und kein Gelee. Ich würde sagen, wir machen jetzt Folgendes. Wir fliegen jetzt weiter zu einem schönen Planeten. Also wir docken jetzt am Schiff an. Und dann machen wir das. Jetzt gucke ich mal gerade... Können wir das noch aufladen hier? Hier haben wir noch ein bisschen Trinium. Eine haben wir noch. Na, dann passt doch. Wie gesagt, hier das Vorbeischauen, das war eigentlich nur so eine Idee. Mal... Oh, hier kommt eine Flotte rein. Wenn ein Kampfschiff dabei ist, muss ich mir echt überlegen. Flüchtiges Kampfschiff. Ich muss mal ganz kurz gucken. Hi. So, inspizieren. Was bist du? Interstellare Fregatte. 1,9 Millionen. Nehmen wir mit. Die brauchen wir nämlich auf jeden Fall. Ich versuche das mal zu testen. Wow. Wow, 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 wow. Das Schiff fliegt sich halt wie eine alte Sardine. Ich habe mal gelesen, dass ich mir Schiffe zerstören muss. Weil nur durch das Zerstören quasi vom Schiffen kann ich hier sozusagen so ein bisschen mehr schaffen. Hier ist noch ein adäquater Frachter, aber da will ich auch, wie gesagt, das ist mir jetzt alles egal. Die Idee war halt quasi die, dass man sagt, okay, nein, ich will zu meinem Hauptschiff. Die Idee war halt quasi die, dass wenn man viele Schiffe abschießt, dann erreicht man schneller den sogenannten Atlaspass, den ich ja leider momentan noch nicht so in dem Maße habe, wie ich ihn brauche. Und es war quasi die einhellige Meinung in dem Forenbeitrag auf Reddit, glaube ich, war das, dass man am Anfang eine gewisse Anzahl erst an Schiffen bekommen, abschießen muss. Sonst kommt man gar nicht dazu, überhaupt diesen Atlas Pass 2 zu bekommen. Der wird einem quasi gar nicht angeboten. Das war so die Meinung in diesem Reddit-Thread. Thread, nicht Thread. Weil es war auch ein bisschen bedrohlich. 36 Millionen, ja. Wir geben... Wow, schickes Schiff. Erkunde, Entdecker, 22 plus 5. Jetzt mal blöd gefragt, wie viel hat unsere kleine Murmel? 26 plus 8. Naja, okay, also mir wäre ein Frachter, wäre mir ganz recht, weil ich so viel Zeug immer... Ihr wisst ja, ich brauche ein Wohnmobil, meine Lieben. Ja? Ich schleppe immer so viel Zeug mit mir rum, mein ganzer Hausstand muss da mit rein. Jetzt schaue ich mal gerade, was die hier sagen. Kalibrierung mit Flottenkommandant sprechen. Wie schaut es bei euch aus?
Sei gegrüßt, Reisende. Die Expedition hat bereits 435 Lichtjahre abgedeckt und ich gehe davon aus, dass unsere geplante Route noch weitere 13 Stunden in Anspruch nimmt. Alles klar. Schiffe inspizieren. Ja, wir hätten da die Fregatte halt gut mitschicken können, aber jetzt haben wir ja wenigstens mal eine. Ich wollte ja die ganze Zeit schon eine haben. Die Kommission, da können wir halt wirklich nichts machen. Aber das macht nichts, wir jumpen einfach weiter. Nächste Raumstation wird uns Glück bringen. Freier Kunden, eigener Wegpunkt. Gucken wir mal schnell, der geht hier hoch und dann geht der hier zum nächsten System. Nein, nicht dahin. Dahin. Das hat einige Systeme. Mineralien verkaufen 50, kaufen minus 28. Vulkan sind das. Wirtschaft ist gut. Okay, alles klar. Auf geht's. Das Warpen, wie gesagt, geht deutlich, deutlich flotter. Also man hat da scheinbar echt an der Performance gedreht. Ich meine mich zu erinnern, dass das mal vor ein bisschen, vor nicht allzu langer Zeit, fast 10-mal so lang gedauert hat. Das war, hat richtig, richtig übel lang gedauert. Euklid-Galaxie. Neue Entdeckung. Na gut. Ich habe mir mal also wenn ich, wo ich damals mit No Man's Sky angefangen habe, muss ich euch sagen, hatte ich viel mehr Bammel davor, hier durch die Gegend zu warpen. Ich wollte das gar nicht so arg. Mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich einen riesen Spaß daran, neue Systeme zu entdecken. Das ist so eine Sache, ich glaube, da muss man auch erst reinwachsen. So, auf da rein. Gehen wir nochmal schnell ein neues Ausrüstungsteil holen. Vielleicht können wir eine Quest abgeben. Muss ich mal gucken. Dann muss man links rum weg. So. Jo, da haben wir auf jeden Fall was. Hier kriegen wir auch noch was. Danke. Mit Navigationsdaten wirst du ja zugeballert. So, neuer Ausrüstungsslot nehme ich natürlich sofort. Auch wenn es Geld kostet, aber wir verdienen ja auch auf dem Weg natürlich 10-mal so viel. Jetzt kommen wir endlich mal mit auch Nanithaufen anbieten. Für mein mächtigem... Ja, gut, okay. Veräppelt er mich, oder? Hyperantrieb Modul C. Okay. Hat er mir angeboten als Deal. Okay. Wo ist er? Da ist er. Das ist eher nicht für die Technologie gedacht, sondern fürs Raumschiff oder für den Frachter, oder? Ne, da kann ich es nicht installieren. Da muss es im Raumschiff sein. Machen wir es mal hier. Sekundärer Rahmen, ja. 72 Lichtjahre schaffen wir dann damit, okay. Hat sich schon ein bisschen gelohnt. Ich wollte ja mal am Schiff was machen. Bewegungsmodul... Blaster. Ein Bewegungsmodul S. Aber das können wir uns auch nicht leisten. Naja. Wärmeschutzmodul oder Wasserschutzmodul. Also, das muss ich sagen, Sauerstoffumleitung. Finde ich geil, aber bringt uns nichts. Das Zeug haben wir alles nicht. Nett, nett gemeint. Kann ich aber nicht umsetzen. Und bei dem schaue ich nochmal ganz kurz vorbei. Eindringling. Was hast du noch? Nichts, was ich nicht schon kenne. Jetzt kommt die Frage, was hast du noch? Bergbaumodul im S. B-Modul hat er noch. Und ein A-Modul. Ich nehme mal das A-Modul, auch wenn ich eigentlich da gar keine gesteigerte Lust habe. Aber ich weiß, dass ich dringend ein Upgrade-Modul in die Richtung mal brauche. Und das im Multiwerkzeug einfach wichtig wäre. So, die haben auch Unterstützung miteinander, das passt. So, auch hier wieder noch bessere Nachladezeit, mehr Treibstoffeffizienz, Hitze, bessere Hitzeverteilung. Das Ding schießt einfach schlicht länger und verbraucht weniger. Finde ich eine gute Sache. Was ist das für ein Ding? 27 plus 8 klingt gut, ist aber nicht gut, weil, ja, wie gesagt,
Das ist dasselbe wie das, was ich habe, quasi, bloß mit anderen Flügeln. Und ich will genau dieses Modell eben nicht mehr, weil das unbeweglich ist, wie Sau. Hi, Brigadier. Ja, ich bin, du hast mich doch alles Gute wünschen. Nickt mir gelassen zu, ich verstöre ein starkes Gefühl der Ruhe. Okay. Hi. Hi, hi. Ja, hallo. So, Wächterjäger. Ich mag euch. Ihr schaut gut aus. Mission einreichen. Machen wir das. So, jetzt muss ich immer warten, bis das abgegeben ist. Das ist echt eine Wüstenwelt. Machen wir auch. Zack, 153 Naniten bekommen. Ansehen bei der Entdeckergilde hat sich verbessert. Das freut mich. Und nochmal Naniten. Freut sich alle, ne? Wir freuen uns alle. Wir sind alle Freunde. Und nochmal verbessert. Ach, ist ja unfassbar. Schauen wir mal, habt ihr noch mehr? Vermisste Personen, interessiert. Pflanzenscan machen wir auf jeden Fall. 170 Nanit ist geschenkt. Uran sammeln interessiert mich nicht. Quantumbeschleuniger juckt mich gerade noch nicht. Mache ein Foto von Ressourcendepot. Ja. So, machen wir mal. Wenn ich dran denke. Aber das, wahrscheinlich werden wir diese Mission ewig haben. Weggehen. So. Einzigartige Pflanze, Landschaftsfoto. Machen wir auf jeden Fall eh jede Folge. Gucken wir mal, ob wir mit euch schon sprechen können. Weggehen. Nee, wir sind noch nicht so weit. Macht aber nichts. Ist nicht schlimm. So. Die Navigationsdaten muss ich mal auf den Kopf hauen bei Gelegenheit. Leutnant. Ja, Herr Leutnant. Was ist los? Eindringling, wir kriegen Eindringling. Okay. Entschuldigen Sie. Ja, mit denen, die mögen mich noch nicht. Oh, was haben wir hier? 20 plus 3, Jäger. Oh, schaut schon ganz nett aus, so Battlestar Galactica mäßig. Der schaut auch cool aus. 15, 28 plus 5, 13 Millionen. Konsul sind wir mittlerweile. Fast Endstufe. 28 plus 5, aber da, naja, da sind wir noch nicht so weit. Wie gesagt, ich bin ja jetzt dankbar drum. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal nach einer kleinen Schnickenwelt um. Was sind das für eine? Ja, wir haben eine eingehende Nachricht. Du bist nicht allein. Ich kenne dich, Reisender. Ich weiß, wo du warst. Ich weiß, wohin du gehst. Kein Grund zur Eile. Fragen, wer er ist. Unbekanntes Signal. Wenn die Zeit gekommen ist, wirst du uns finden. Okay. Creepy Nachrichten mag ich gerne. Leerer Planet. Da ist deine Maschine, hat sich erledigt. Aber ein leerer Planet, verrostetes Metall, Natrium, würde ich mal gerne anschauen. Weil leere Planeten sind meistens gar nicht so leer, wie man eigentlich denkt. Und so ganz gar nichts finde ich auch geil. Wir haben ja zum Glück einen vollen Treibstoff, also wir können mit den Schubdüsen immer schön Gas geben. Bin mal gespannt. Wirklich nichts drauf. Das ist voll der Mond, das Ding. Wenn du hier strandest... Oh, da war was. Boah, ist das cool. Schau das mega aus. Und so leer war es dann doch nicht. Aber für ein Foto ist das allemal da... Alter Schwede, ist das cool. Alter Schwede, ist das geil. Also vor allem halt mit dieser Farbe. Das schaut so richtig unrealistisch alles aus. Das finde ich so gut. Unser Minenlaser hat sich auch farblich ein bisschen verändert. Habt ihr das gemerkt? Der ist jetzt gelb. Wir haben ein Landschaftsfoto gemacht. Haben auch wieder eine Mission abgeschlossen. Da freuen sich auch wieder unsere Auftraggeber. Welche auch immer. Aber das mit dem Laser funktioniert jetzt... Seid ihr? Eier, merkwürdiges Vorkommen. Kupfer. Kupfer.
flüsterndes Ei. Mineralien gibt es hier. Ach komm, eine Sache können wir mal scannen pro Planet auf jeden Fall. Also ein Mineral geht immer. Das dauert ja jetzt auch nicht die Welt. Ist halt, bringt halt gar nichts, ne? Das würde ich mir dennoch gerne mal angucken. Kohlenstoffkristall? Ja, bringt schon was. Nicht die Welt, nicht viel, aber ein bisschen. Ist okay. Ja, mehr muss ich auf dem Planeten eigentlich, glaube ich, auch nicht gesehen haben. Ich glaube, mehr gibt es hier auch nicht zu sehen. Keine Tiere, kein gar nichts. Nicht den Atlaspass. Ich würde gerne das Ding hier mal aufladen. Wir haben noch so viel Sauerstoff, da brauchen wir uns echt nicht drum kümmern. Da haben wir noch eine Nachricht. Bist du bereit? Das solltest du sein. Denn dieser Job wird es in sich haben. Du wirst womöglich eine ganze Weile nicht mehr zu deiner Basis zurückkehren. Ja, warum nicht? Schön, die Jagd kann beginnen. Ich habe auf deiner Welt eine Korvax-Einrichtung entdeckt. Die Störung in deinen Übertragungen ist ein Hinweis. Der Korvax könnte sich aber als andere Spezies ausgeben. Lass dich nicht täuschen. Die Synthetischen haben ihre Freude an der Spionage. Anmerken, dass Apollo roboterhaft ist. Schön, die Jacke. Ja. Ich bin kein Roboter. Ich wurde so wie du geboren. Das hier ist aber keine Welt des Fleisches. Mein Gehirn, meine restlichen Organe, alles wurde in diese Hülle transferiert. Das bin ich. Fragen, wie das passiert ist. Ich habe meine Rache zu gegebenen Zeit verübt. Mehr musst du nicht wissen. Also, gehen wir nochmal davon aus, dass die Wächter diese Portale benutzen, um herzukommen. Wie werden sie aktiviert? Wir müssen sie beobachten, um sie anzulocken. Was gäbe es Besseres als den Angriff auf eine Korvax-Fabrik? Wächter und Korvax sind beide Roboter-Lebensformen. Sie haben zu viel gemeinsam. Das ist mehr als nur Zufall. Betritt die Fabrik und hacke das Terminal. Wenn wir Daten über die Wächter bekommen, gut. Wenn nicht, dann haben wir so viele angelockt, dass wir die Energiesprünge auf deiner Welt verfolgen können. Dann gehören die Portale ganz schnell uns. Kommunikation beenden. Ich weiß nicht, ob die so nett sind, die Jungs, ha? Okay. Gut, meine Lieben, das war's für diese Folge. Und bei der nächsten werden wir auf jeden Fall mal weiter gucken. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich muss mal kurz aus der Atmosphäre hier raus. Weil hier ist nochmal ein unentdeckter Planet. Unwirklicher Planet. Das ist auch cool. Wie heißt der? Ringo? Also, egal. Wir finden das raus, meine Lieben. Und wie, werdet ihr in der nächsten Folge erfahren. Bis dahin sage ich danke fürs Zugucken. Habt eine tolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao.